Fluffy, wollen wir ein bisschen was spielen? Du bist zu Baby Claudio? Wirklich? Also Efi, ich muss mal sagen, du bist echt ganz schön gemein. Ja, es tut mir leid, wenn man... Du bist echt eine richtige Zicke, weißt du das? Hey Leute, was geht? Mama Dani hier in der Dopney City. Und Leute, heute kümmere ich mich weiterhin ein bisschen um Fluffy. Weil ihr wisst, es sind ja mit Fluffy immer noch auf dem Weg. Zum Neon-Pad. Aber Fluffy ist heute irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, also so ein bisschen aufgeregt einerseits. Mhm. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, was hier los ist. Also Fluffy will immer das eine, dann will, also Fluffy will einmal baden, dann will Fluffy wieder was essen. Ich weiß überhaupt nicht, was da gerade abgeht. Ich bin ein bisschen überfordert, aber kriegen wir schon hin. So, Fluffy Pups. Hast du gut gebadet? Sehr schön. So, schauen wir mal. Och Leute, ich vermisse Baby Kahn. Das Haus ist so leer. Also klar, Baby Claudio ist immer mal hier und so. Aber Baby Kahn ist halt einfach Familie. So. Fluffy Schnupp. Bist ein Donut, Fluffy? Ja? Na komm. So. Wo willst du? Was? Du willst den Donut bei Baby Claudio essen? Warum willst du den Donut bei Baby Claudio essen? Du kannst den Donut doch auch hier essen. Okay. Ja, danke. Also ist ihn jetzt trotzdem. Fluffy will zu Baby Claudio. Fluffy, wollen wir ein bisschen was spielen? Du bist zu Baby Claudio? Wirklich? Och, magst du mich nicht mehr? Och, Mann. Also ja, klar, komm, wir können schon zu Baby Claudio hingehen, aber ich bin gerade einfach ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Okay, ich weiß gar nicht, wo sein Haus ist momentan. Ja, okay, ich beeil mich ja schon, jetzt stress mich mal nicht so. Fluffy, du musst dich mal ein bisschen beruhigen, du bist ja total wuschelig. Hey, Leute. Es tut mir leid, Fluffy. Ich weiß nicht, wo Baby Claudios Haus ist. Das weiß ich doch jetzt nicht. Hier. So, bist du jetzt satt, Fluffy? Wie jetzt? Jetzt hast du Mundgeruch. Sorry, du hast dich nie beschwert über Pizza. Okay. Also, Fluffy ist irgendwie ein bisschen komisch heute. Das war nicht so richtig. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mich hier nicht auskenne. Aber die Stadt ist halt riesig, was soll ich sagen? Ah, hier ist das Haus von Claudio. Meine Güte. Claudio? Baby Claudio, bist du da? Ja, hallo Mama Tanja. Hallöchen. Hi. So, hallihallo, hallöchen. Du, ich bin, ich bin mit Fluffy. Fluffy? Ist Fluffy gerade abgehauen? Fluffy? Du bist alleine hier, ich sehe Fluffy hier nicht. Unten. Entschuldigung, Fluffy hat sich gerade versteckt. Warum auch immer. Fluffy, geht's dir gut? Hi, Efi. Hi, Fluffy. Wie geht's? Fluffy? Ja, du kannst ganz toll sitzen, Schatz. Okay. Alles Fluffy, gut? Willst du ein bisschen mit Efi spielen? Ich glaube, Efi möchte lieber alleine tanzen, sich gerade. Oh, okay. Efi? Ich weiß nicht, also irgendwie... Ich leg Fluffy mal kurz hier hin. Ja, stimmt denn irgendwas mit Fluffy nicht? Ich weiß es nicht. Also Fluffy ist total aufgeregt heute schon den ganzen Tag und ich weiß gar nicht warum. Und Fluffy wollte auch unbedingt zu dir. Also zu nicht, mir? Dass ich nicht, ja, nicht, dass ich jetzt nicht Lust habe, dich zu besuchen oder so, aber Fluffy hat jetzt noch nie so explizit gesagt, ich will unbedingt zu Baby Claudio. Ja okay, dann. Hi Fluffy, möchtest du heute den Tag mit mir verbringen? Also zu dir will Fluffy, glaube ich. Fluffy? Ja, Efi, das ist Efi. Was ist mit Efi? Efi, das ist Fluffy. Efi, du, Mama Tanja, Efi ist ein bisschen eigen so. Sie ist halt, Efi ist ganz eigen so. Sie hat nicht immer Lust auf andere Pets und... Okay. Also, ich glaube, Fluffy ist ganz angetan von Efi. Von Efi? Fluffy!
Aber Mama Danja, Evi ist echt. Evi, ja komm, Evi, du hast Durst, dann geh mal was trinken. Hier. Mama Danja, Evi ist aber ganz schwierig. Warum ist Evi schwierig? Ja, ich weiß nicht, ob die miteinander klarkommen werden. Was? Fluffy, jetzt renn doch nicht immer dahin. Lass Evi doch jetzt mal in Ruhe essen, Fluffy. Ja, schau mal, Evi läuft. Ja, Evi, komm, schau mal, geh mal zu Fluffy, Evi. Kannst du ein bisschen mit Fluffy reden? Ja, ach, du meinst, na, geh doch hier, komm, kurz mit Fluffy ein bisschen quatschen, da könnt ihr euch ein bisschen kennenlernen. Mhm. Fluffy ist Möchtest du nicht? Wollen wir vielleicht auf den Spielplatz gehen? Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Aber Mama, weißt du was, zeig mir doch mal dein Haus. Vielleicht. Ja, Mama Danja, das Haus ist ja noch neu. Das heißt, hier, das ist noch nicht gebaut worden. Oh, sieht schön aus, muss ich sagen. Sieht wirklich aus. Ist noch nicht fertig, Mama Danja. Es ist noch in, der Pool, den finde ich ganz toll, den Poolbereich hier. Das hier sind so Duschköpfe. Guck mal. Ja. Guck mal, Fluffy, wie schön es aussieht hier. Ist zwar noch nicht fertig, wie gesagt, aber wird noch. Wirklich hübsch, muss ich sagen. Komm mit Mama Danja. Aber ich glaube, für die Polstermöbel ist das nicht so gut hier, das ganze Wasser. Ja, hast du recht. So, komm mit Mama Danja. Ich zeig dir die Zimmer, die schon eingerichtet sind. Das ist Baby Renés Zimmer. Mhm. Ja, das ist auch ein schönes Zimmer. Hab ich eingerichtet. Hast du schön gemacht, finde ich. Also, ich finde, das ist wirklich ein schönes Zimmer. Ja, danke. Ja, Evi, was ist denn? Was ist denn, Evi? Ja, wir gehen gleich zum Spielplatz. Also, ich glaube, Evi hat gar keine Lust gerade auf Fluffy. Ja, ich merke es. Also ich weiß, was das ist ja ein tolles Zimmer. Oh, hier fühlt sich Fluffy richtig wohl, glaube ich. Das hat Baby René für mich und für Evi zusammengebaut. Also ich muss sagen, das Zimmer ist schon wirklich ziemlich cool. Also das ist wirklich schön geworden. Da hat Baby René sich ja wirklich selbst übertroffen. Das ist ja der absolute Knaller. Das ist ein Einhornzimmer. Das ist cool. Ich merke das schon. Oh, Fluffy. Ja. Ich glaube, Fluffy muss ganz kurz duschen. Der hat ganz schön geschwitzt. Okay, dann warte ich vor der Tür. Fluffy, du musst dich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Also ich verstehe schon, dass du Evi magst und so, aber das geht doch nicht. Wirklich, du kannst Evi nicht die ganze Zeit hinterherrennen. Guck mal, jetzt weil du dich so aufregst, schwitzt du jetzt so. Ach Mensch, Mäuschen, dir geht's ja gar nicht gut. Ich weiß. So, Mama Danja. Das ist aber schon ein bisschen süß. Hi, Mama Danja, was ist denn los? Ja, Fluffy ist ein bisschen aufgeregt? Ja, du merkst schon, Evi ist sauer, weil Evi möchte jetzt endlich zum Spielplatz. Ja, ich weiß. Es ist Zeit für die Schule. Na komm, wir gehen in die Stadt. So. Ich kann mir dein Haus auch später noch angucken, aber du weißt, die Pets müssen umsorgt werden. Ja, tatsächlich. Ja, Evi, warte mal, dann ich muss kurz mit Evi sprechen. Okay. Ja, Evi, Ich weiß doch nicht, warum Mama Danja mit Fluffy hier ist. Ich kann doch. Ja, Fluffy ist doch ganz nett. Fluffy. Ich glaube, Evi ist einfach ein bisschen schwierig. Du musst dir keine Gedanken machen. Evi, du kannst jetzt nicht einfach schlafen gehen. Mama Danja, ich glaube, wir sollten schnell zum Spielplatz. Evi legt sich auch die ganze Zeit hin. Sie möchte schlafen anscheinend. Oh. Sind wir so langweilig? Ja, ich habe wie gesagt, Evi braucht halt immer Action. So. Das liegt nicht an euch, Mama Danja. Oh, okay. Ja, dann gehen wir einfach schnell zum Spielplatz. Und Fluffy, du kannst Evi ja zeigen, wie toll du bist. Und was du alles für coole Tricks kannst. Das ist Evi bestimmt dann total beeindruckt. Hoffe ich. So, auf zum Spielplatz. Okay. Ich glaube, Fluffy möchte Evi was zeigen. Was denn? Guck mal. Tada, tada, cool. Tada, tada, tada. Cool. Und jetzt einmal hier drüber, guck mal. Fluffy. Oh. Ja, Evi, du musst jetzt nicht so gemein sein. Fluffy hat es nicht beim ersten Mal geschafft. Siehst du, jetzt ging's doch, Fluffy. Ja, Evi, sagt mir gerade, dass das nicht so besonders cool war. Also, Evi, ich muss... Nein, ich darf das jetzt nicht. Weil schau mal, Evi hat es direkt geschafft. Ja, Evi, ist doch okay. Du musst ja nicht angeben jetzt, Bob Fluffy. Wollt ihr vielleicht zusammen... Komm, die beiden können ja zusammen wippen. Evi möchte nicht. Guck doch mal. Oh, wow. Ich glaube, Evi hat wirklich keine Lust zum Wippen. Ja, Evi, ich weiß nicht, warum nicht. Ich weiß komm, nicht, warum wir gehen nicht. Komm, wir gehen auf die Rutsche. Okay, Fluffy, jetzt zeigst du Evi, wie mutig du bist, ja? Ja, ich weiß nicht, warum nicht Baby Car mit Draco gekommen ist. Dafür kann ich doch nichts, Evi.
Ja, aber Fluffy ist doch auch cool und Mama Danja ist doch auch nett. So, komm hoch, Fluffy. Okay, Fluffy wird jetzt hier gleich runterrutschen. Ich bin gespannt. Ich auch. Fluffy, geht's? Fluffy. Was macht denn Fluffy da? Ich glaube, Fluffy hat Angst, Mama Danja. Fluffy, ist das jetzt dein Ernst? Wir können doch... Okay, dann rutschen wir halt zusammen. Ja, wir kommen hinterher. Na, aber wir kommen einzeln, weil wir trauen uns. Ja, Evi, ich kann nicht... Ich glaube, Fluffy geht's gerade nicht so... okay. Ja, übergib dich kurz. Evi, das ist ganz normal. Evi, warum bist du denn so heute? Evi sagt gerade, dass das nicht so cool ist von Fluffy, dass sie mit dir, also dass sie gemeinsam gegangen ist. Evi findet, dass Fluffy ein Angsthase ist. Also Evi, ich muss mal sagen, du bist echt ganz schön gemein. Ja, es tut mir leid, wenn man... Du bist echt eine richtige Zicke, weißt du das? Du bist richtig, richtig gemein zu Fluffy. Er gibt sich so viel Mühe. Ja, schläfst du jetzt? Ja. Also es tut mir leid, Baby Claudio, aber Evi ist überhaupt nicht gut erzogen. Wir gehen jetzt. Mama, dann, ich hab's dir gesagt. Fluffy, jetzt sei mir doch nicht böse, aber das ging ja wirklich gar nicht. Evi war total frech zu dir. Nein, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Du musst jetzt gar nicht mit mir dickschen. Du musst jetzt nicht mit mir dickschen. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Evi war richtig fies zu uns. Ja, ich kann doch nichts dafür. Nein, Fluffy, du bist toll, so wie du bist. Und du musst gar nicht versuchen, Evi zu beeindrucken, weil du einfach toll bist, wie du bist. Wirklich. Komm, wir gehen erstmal heim. Oh, Fluffy. Nein, ich wollte doch einfach jetzt... Ich wollte das jetzt mit Evi einfach nur klären, damit Evi nicht denkt, dass das in Ordnung ist. Weil so redet man nämlich nicht mit anderen. Erst recht nicht, weil du magst sie doch. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es dir jetzt nicht gut geht. Und das ist auch ganz normal. Du hast halt ein bisschen Liebeskummer. Aber wir kriegen das schon hin, ja? Ich glaube, wir finden da irgendwie einen guten Weg, dass du da durchkommst. Ich glaube, Schritt Nummer 1, um aus Liebeskummer herauszukommen, ist ein schöner Donut. Und den machen wir jetzt zusammen. Und Leute, ihr könnt euch ja auch gerne einen Donut machen. Fluffy isst jetzt auf jeden Fall einen Donut gegen Liebeskummer. Und ihr könnt ja vielleicht mal ein paar Tipps für Fluffy in die Kommentare schreiben, was Fluffy noch so machen kann, damit es ihm besser geht. Ich glaube, da freut er sich sehr. Leute, wenn ihr das heute spannend fandet, zu sehen, wie Fluffy und Evi sich vielleicht nicht ganz so sehr lieb haben, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da an, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Aber wieso denn nicht? Nala, ist mir egal, ob du das gesagt hast. Nala sagt auch, ich soll das nicht unterschreiben. Wieso denn nicht? Hör auf zu lachen! Hör auf zu lachen! Das ist ein Ehevertrag! Die will dich heiraten! Hey Leute! Was geht? Bibi Khan hier in der Dobby City mit Nala zusammen und wir hatten gerade ein ziemlich heftiges Gespräch auch mit Nala. Weil sie der Meinung ist, dass ich Sandy hätte gar nicht einziehen lassen sollen. Ihr habt es vielleicht beim letzten Mal mitbekommen. Sandy ist eingezogen. Ich habe dafür ein Neon-Pad bekommen. Sie hat ziemlich laut gefeiert. Und das gefällt mir natürlich gar nicht, weil wir müssen chillen und wir müssen auch entspannen. Und außerdem mag ich sie nicht. Und ja, ich weiß, Nala, du hattest recht. Aber ich möchte noch einmal das Gespräch mit ihr suchen. Ist das in Ordnung? Du brauchst mich nicht warnen. Nein, da wird nichts passieren. Versprochen. Wenn es nicht klappt, dann schmeiße ich sie raus. Okay. Ein letztes Mal. Ich habe auch eine Nacht drüber geschlafen. Es ist alles okay. Nala, ich weiß. Hör auf, Nein zu sagen ständig. Das wird gut gehen. Das wird gut gehen, glaube ich. Naja. Ich werde jetzt ein vernünftiges Gespräch mit ihr haben. Und ich glaube, dann wird alles funktionieren. Sandy? Sandy! Oh, Baby, kann bist du? Bist du zu Hause? Ja, hi. Oh, hi Sandy, kann ich reinkommen? Aber unbedingt, komm doch bitte rein. Ja, du bist ja wieder viel besser gelaunt als gestern. Wollte ja, ich dir können wir uns einmal kurz setzen? Aber klar doch, setz dich hin. Also, du weißt natürlich, dass was gestern vorgefallen ist, von meiner Seite aus und von deiner Seite aus natürlich nicht nochmal passieren sollte. Oh, meinst du die Party? Ja, genau. Es war ein bisschen zu laut. Ich bin natürlich auch ein bisschen zu sehr ausgeflippt. Die andere Sache ist natürlich, also,
ich bin mir eigentlich, ich habe dir gestern auch gesagt, ich würde das jetzt erstmal gerne zurückziehen, dass ich dich rausgeschmissen habe. Oh, danke schön. Es sei denn, wir finden jetzt keine Lösung dafür. Dementsprechend biete ich dir jetzt nochmal dieses Gespräch an, um mir vielleicht auch etwas anzubieten. Ne, ja, damit also, das Baby nicht nochmal passiert. Baby Khan, ich bin total froh, dass du dir nochmal Gedanken gemacht hast. Und das ist natürlich sehr schlau von dir. Du bist so ein schlaues Kind. Ja, also, was hast du denn anzubieten? Ja, also was wäre denn deine Alternative? Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir hier beide mit einer Win-Win-Situation leben können. Nicht wahr? Weil, okay. Wie du weißt, bin ich sehr reich. Das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja, und es ist ja so, ich würde dir ja auch gerne weiterhelfen. Also ich meine, du hast natürlich auch Geld und du hast natürlich auch hier Ruhm und ja, so weiter. Stimmt. Und deshalb möchte ich natürlich auch, dass wir uns das teilen können, weißt du? Und ja, wir können nicht zusammen sein. Nein, das will ich doch auch gar nicht. Wenn wir jetzt schon zusammen wohnen in einem Haus, ich als Mieterin, habe ich mir gedacht, könnte ich mir sowas wie eine Lebensgemeinschaft vorstellen, weißt du? Heißt das? Also es ist eigentlich total toll. Ich erkläre dir das einmal kurz. Ich kenne das noch. Ich muss einmal kurz zur heißen Therme. Kommst du mit? Dann kannst du mir das kurz erklären. Ja, natürlich, ich komme mit. Also pass auf, das machen total viele Freunde von mir. Zwar habe ich auch so einen Vertrag mitgebracht, damit du auch total sicher bist. Okay. Du kannst gleich alles nochmal nachlesen. Ein Vertrag? Wir sind doch Babys. Ich bin ein Baby. Ja, ich auch. Aber was du soll ich denn mit einem Vertrag? Ja, du weißt doch, man muss immer ein Stück voraus sein. Naja, auf jeden Fall würde ich es gerne so handhaben, dass wir beide unsere... Also, um meine Verträge kümmert sich normalerweise Mama Danja immer. Aha. Also ich möchte, dass wir unsere Wertgegenstände zusammenlegen. Das macht uns beide dann im Duo reich, weil im Prinzip gehört dir dann alles, was mir auch gehört. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Also mir gehört auch dann alles, was dir gehört. Mhm, und ich bin ja sowieso ziemlich reich. Also gehst du da sowieso wirklich top raus aus der Situation. Und du Nala, weißt, ich habe ja Ewigkeiten auf dem Rich-Server gewohnt. Und dann ja, gedacht, stimmt, okay, ja, stimmt. Ich gehe mal hier hin und versuche ein bisschen was Gutes zu tun und so. Und ich fühle mich auch total wohl damit. Und deshalb dachte ich, hey, ich biete Baby Khan das mal an, weil für ihn wäre das ja mega gut. Und dann hätten wir halt auch nicht mehr dieses Problem mit der Mietüberweisung, weißt du? Dann könntest du einfach auf alles zugreifen, was mir auch gehört. Ja, das ist und stimmt. Und wir könnten ohne Probleme zusammenleben. Ja. Schon ziemlich gut, oder? Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, du hast auch ein bisschen was gelernt. Ich glaube, das hast du von mir gelernt, oder? Ja, natürlich, weil du so unheimlich intelligent bist. Ja. Ja, danke, danke. Das war kein Witz, Nala. Das war nicht ironisch gemeint. Nein, das war natürlich kein Witz. Gut, aber ich kenne das mit dem Vertrag nicht. Also, wie funktioniert das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Also, ich habe dir da mal was mitgebracht. Oh, okay, das ging schnell. Ja. Okay, ich verstehe das nicht. Das ist in Ordnung, kein Problem. Ich habe dir ja alles auch gerade erklärt, worum es hier geht. Du kannst es einfach nochmal durchlesen, wenn du möchtest. Und dann kannst du das einfach unterzeichnen und dann sind wir eine Lebensgemeinschaft. Also wäre es vielleicht okay, wenn ich erstmal kurz also ich würde das gerne mit Mama Danja besprechen. Wäre das in Ordnung? Also, naja, du kannst es natürlich mit ihr besprechen, aber ich würde dir eigentlich empfehlen, es alleine einmal kurz durchzulesen. Ja, aber ich traue mich das nicht, weil ich bin... Dann machen wir das so. Ich komm morgen früh, besuche ich dich nochmal in deinem Penthouse. Du wohnst ja jetzt da. Mhm. Ich gehe kurz zu Mama Danja und dann haben wir morgen früh wahrscheinlich... Ich gehe davon aus, dass es da kein Problem gibt, weil das ein wirklich gutes Angebot ist. Und dann haben wir ab morgen eine Lebensgemeinschaft. Richtig, ist es nicht toll? Ja, das ist super. Ich freue mich schon total darauf. Das ist super. Okay, bis später. Okay, also, ich muss mir das ein bisschen überlegen. Also, das ist ein gutes Angebot, aber warum denn direkt sowas Schriftliches und so? Nein, das ist gut. Nein, das ist nichts Schlimmes. Nein, sie möchte nicht die Sachen von mir haben. Ich meine, ich bekomme auch ihre Sachen. Ja, wie, wenn ich nicht mehr mit ihr zusammen wohnen will? Ja, dann kriegen alle ihre Sachen wieder zurück, ganz normal. Dann behalte ich meine Sachen und sie ihre Sachen. Ist doch klar. Hallo, Shane. Also, ja, doch, ich glaube schon, dass das ist. Aber ich frage mal Mama Danja. Ich muss einmal kurz ein bisschen drüber schlafen. Und dann, doch, werden wir das, glaube ich, machen. Definitiv. Wieso denn nicht? Ich meine, was ist das Problem daran?
Ich sehe da überhaupt kein Problem. So, Nala, kommst du mit? Wir gehen jetzt zu Mama Danja. So. Okay. So. Ich hoffe, dass Mama Danja auch schon von ihrem Trip zurück ist, aber... So, Fini, und eins, und zwei, da, und drei. Ja, sehr gut, ich muss schon sagen, also bald schlägst du mich, bald bist du schneller als ich, Fini. Mama Danja! Hi, Babykan, ich bin wieder da. Und, wie war's? Ach, war ganz, ich weiß, langweilig, Bürgermeister-Sachen. Hallöchen, Delfin. Wie war's ohne mich? Es war super. Freut ich habe mich ein bisschen... siehst du, Nala ist auch schon wieder größer geworden. Ich muss auch einmal nur kurz duschen. Und dann würde ich dir gerne was zeigen, okay? Okay. Wartest du unten auf mich? Soll ich hier unten in unserer schönen gemütlichen Ecke warten? Ja, das wäre super. Okay. Danke dir, bis gleich. Bis gleich. Bin gespannt, was Babykan mir jetzt hier gleich erzählen will. So. Bist du soweit? Dann kann ich auch noch mal... Nein, du warst doch schon. Dann kann ich gleich kurz Mama Danja diesen Vertrag zeigen, aber ich glaube, das hat sie ja wahrscheinlich gar nicht selber geschrieben. Also ist das sowas Normales, was sie aus dem Internet hat. Also ich glaube, das ist nichts Schlimmes. So, Mama Danja? Mhm. Wo bist du? Ich bin unten in der Ecke. Hi. Mama Danja, schau dir mal diesen Zettel bitte an, den ich dir jetzt gebe. Hier, ja. Bitteschön. Dankeschön. Einmal bitte anschauen. Findest du auch gut, ne? So gut, dass Mama dann ja schon lachen muss. Und was sagst du dazu? Das kann ich doch unterschreiben, oder? Mama Danja? So gut oder was? Wie kann das so nicht dein Ernst? Was denn? Nein. Was ist denn? Sag doch jetzt! Oh mein Babykan. Ja, was ist denn jetzt? Was das ist? Ja, das ist so ein Vertrag für eine Lebensgemeinschaft mit Sandy, dass alle Sachen mir gehören und ihr. So würde ich das auch nennen. Wer ist denn überhaupt Sandy? Ja, das war doch diese eine Freundin vom Rich-Server, weißt du? Ja. Die mal mit mir zusammen sein wollte und... Aha. Also das ist eine Vereinbarung zwischen mir und ihr. Ja, das ist doch okay, oder nicht? Ja, das sehe ich. Das ist eine Vereinbarung zwischen euch. Ich kann ja nicht mehr. Babykan, das unterschreibst du bitte nicht. Aber wieso denn nicht? Nala, ist mir egal, ob du das gesagt hast. Nala sagt auch, ich soll das nicht unterschreiben. Weil wieso denn nicht? Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen! Das ist ein Ehevertrag. Die will dich heiraten. Ich kann doch gar nicht heiraten, ich bin Baby. Natürlich kannst du heiraten. Aber das ist ein Ehevertrag, die will dich heiraten. Oh, ich kann ja nicht mehr. Und was heißt das? Ist das denn jetzt schlimm? Wie, was das heißt, wenn du jemanden heiratest? Also außer du sagst jetzt, du bist total verliebt in Sandy vom Rich-Server. Nein, ich bin nicht verliebt. Nein! Okay. Ach so, muss ich sie... Warte, stopp. Damit bin ich offiziell verheiratet, oder was? Damit bist du offiziell verheiratet, Babykan. Steht da was davon drin, dass ihre Sachen auch mir gehören? Ja, also das ist so. Also ihr müsstet euch dann alles teilen. Aber ich bin auch dann verheiratet. Du bist dann auch verheiratet, ja. Wer will das denn? Ja, Babykan. Okay, okay, Mama Danja, ich habe schon verstanden. Gibst du mir bitte den Vertrag zurück? Keine Sorge, ich werde nichts unterschreiben, versprochen. Du unterschreibst das, bitteschön. Ich müsste da ein bisschen was klären, okay? Ach, Leute, ich glaube, ich hab seit Jahren nicht mehr so gelacht wie gerade. Ehevertrag? Ich will doch nicht Sandy heiraten. Das werde ich ihr jetzt aber mal kurz erklären, dass sie mir das nicht gesagt hat. Und wisst ihr was? Nala, ja, du hattest recht. Ist in Ordnung. Ich gebe ihr auch ihr Neon-Pad zurück. Und es war ein Fehler. Ja, ich weiß, du möchtest es hören. Ich soll es nochmal sagen. Ja, Nala hatte recht. Es war ein Fehler. Warum immer wieder? Aber das hört sich so gut an. Ja, Nala, so gut. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, ist okay.
ist in Ordnung. Ehevertrag. Als ob ich sie heiraten will. Dann gehört... Nein, also ich habe auch gehört, wenn man heiratet, dann gehört gar nichts mehr mir, sondern alles ihr. Oder umgekehrt. Hi, Baby, kann schön, dass hallo, du wieder da Sandy. Bist. Na, hast du den unterschriebenen Zettel dabei? Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Also, weil aha, dann gehört aha, ja beides... Aha. Also, dann gehört ja alles uns beiden. Mhm. Und ich dachte mir, wir könnten hier vielleicht noch ein paar Änderungen vornehmen. Aber nur, wenn du das willst. Weil wir müssen das ja zusammen entscheiden. Mhm. Wir sind ja deine Lebensgemeinschaft. Ja, setz dich mal am besten hier aufs Sofa, bitte. Ja, warte kurz. Dein Oktopus kann sich auch da hinsetzen, wenn er möchte. Oder möchte so. Schlafen. Ja. 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 Sandy, also... Als ich deinen Vertrag bekommen habe und du mir davon erzählt hast, war ich wirklich sehr begeistert. Das dachte ich mir. Ich fand die Idee wirklich sehr, sehr gut. Ich finde die Idee auch toll. Ich bin total froh, dass du das siehst wie ich. Weil es gibt einige, die... Aber, ja. Wie ich gesehen habe, ist das ein Ehevertrag. Und das heißt ja, wir wären verheiratet, oder? Ja, also... Und das... Nein, und das kommt nicht in Frage. Nimm jetzt diese Anfrage an. Ich gebe dir jetzt was zurück. Baby Khan, du musst nicht. Ich hab das doch gar nicht böse gemeint. Weißt du was? Nein, Mama Danja meinte damit, dass ich dich heirate und ich will doch gar nicht heiraten. Also, das hat sich erstmal wieder richtig gut angehört, aber du willst ja direkt wieder, also so, als wäre ich mit dir zusammen. Und ja. Nein, das kommt nicht in Frage. Aber du musst es doch nicht so negativ sehen. Ich meine, es ist doch vollkommen egal. Ich meine, man kann doch auch einfach wegen des Geldes heiraten. Nein, ganz bestimmt nicht. Weißt du, dass du alleine schon so denkst? Also dein Oktopus kann gerne hier bleiben, aber... Ich meine, aber ich war zu 100% ehrlich zu dir. Das Einzige, was ich... Ich habe es einfach nur Lebensgemeinschaft genannt. Ja, ist ja okay. So, ist okay. Mhm. Ich habe dir deine Miete zurückgegeben. Na gut, ne? Ich gehe dann jetzt mal hoch in meine Wohnung. Nein, das nicht. So, komm mit, Oktopus. Was? So. Jetzt noch? Baby Khan, lass mich sofort wieder rein! Du hast deine Miete von mir bekommen? Ich habe Sandy, nein, du hast die Miete bekommen von mir. Oh. Und damit bist du ab sofort keine Mieterin mehr bei mir. Und du bist blöd, weißt du das? Nur weil du nicht lesen kannst, gibst du mir jetzt die Schuld dafür, nur weil du nicht lesen... Hallo, Baby Khan, lass mich sofort wieder hier rein! Hallo! Nein. Baby Khan, lass mich wieder rein! Nein, du kannst ja zurück zu deinem Rich-Server. Bye! Also Leute, ich hätte mal wieder auf Nala hören sollen, weil das, was ich hier wieder mal gemacht habe, war nicht ganz so klug. Aber es hat sich super angehört. Deswegen, falls euch jemand sowas anbietet, so, dass man alle Pets schenkt und so, am besten nicht vertrauen, ne? Besonders, wenn es Sandy ist. Und es war ja nicht so schlimm. Okay, es war wirklich diesmal nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich will nicht verheiratet sein. Und sie ist auch ein bisschen zu laut. Und Nala und Mama Danja hatten recht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Moment, wer ist denn das? Hä? Ja, Fluffy, du musst da jetzt langlaufen. Komm schon. Und ich bin außerdem ziemlich zauberhaft. Ja, das stimmt. Also du bist schon cool, muss ich sagen. Hm? Ja, natürlich. Hey Leute, was geht? Baby Claudio hier in Adopt Me City. Freunde, ihr seht schon, ich bin gerade dabei, meinen Fisch, meinen Clownfisch auszuwachsen. So, der muss erstmal schlafen gehen. Aber ich gehe schon mal jetzt sofort in die Schule, weil ich weiß, ich muss gleich schon in die Schule. Und ja, der Clownfisch ist so toll und ich muss ja wieder in die Schule gehen. Ich meine, ich bin schon lange nicht mehr in der Schule gewesen, weil ich irgendwie mich nur um meine Pets kümmere. Das ist nicht so toll. Aber ihr wisst ja, wie sehr ich Pets liebe und wie wertvoll mir meine Pets sind. Und Pets sind einfach das Coolste. Ich habe bis jetzt noch kein, Ocean, also ich habe noch kein Neon-Ocean-Pet. Das ist eigentlich nicht so typisch für Claudio. Hm. Ich muss eigentlich was machen. So, wir fahren jetzt zur Schule. Ich gehe jetzt mal wieder... Pet Trainer. Oh, das würde ich eigentlich gerne. Oh, was war denn das für ein Neon T-Rex? Cool. Oh, hier sind aber sehr, sehr viele coole Tiere. Oh, Neon Dragon. So, ab in die Schule. Ja, hallo, Mr. Fisch, ich bin auch wieder da. Ja, mal wieder. Ich weiß, ich war jetzt lange nicht mehr in der Schule und. Ja, ich bin ja jetzt hier. Komm, Sie müssen jetzt nicht sauer werden. Hallo, Shane. Komm hier. Genau, mein Fisch soll was von dir lernen. Genau, der lernt jetzt Tricks. Ich gehe so lange in den Unterricht. Ich schau mal. Ja. Ach, ich finde aber in der Schule ist es eigentlich nie so spannend. Ja, ja, genau, Shane. Ah, die Schule ist schon relativ langweilig, muss ich sagen. Okay.
Solange mein Clownsfisch was lernt, gehe ich mal nach draußen. Oh, hier ist ein Neon Frog. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ein Neon Frog. Aber das ist ja nicht so tragisch. Ich glaube, so, mein Clownsfisch hat etwas gelernt. Oh, hier ist ein Neon Frost Dragon. Auf was für einem Server bin ich denn? Und ein Neon Turtle. Oh, aber okay, ich glaube, ich gehe mal schauen, ob irgendjemand vielleicht in der Nachbarschaft ist, mit dem ich spielen kann heute, weil jetzt aus der Schule bin ich wieder raus. Ab geht's. Auf dem Spielplatz ist da vielleicht jemand. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Oh, Moment, wer ist denn das? Hä? Woohoo! Ja, Flappy, du musst da jetzt langlaufen, komm schon. Ja, du stinkst vielleicht ein bisschen, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Dafür bist du wundervoll und süß und ein richtiges Träumchen. Hallo, Baby Claudio. Los, komm durch da. Schnell, los. Hallo. Fluffy, nein. Och, Mann, Fluffy, warum schaffst du das denn nicht? Hallo, Baby Fluffy. Danja. Nein, komm doch her, Fluffy. Ich bin gerade beschäftigt, Baby Claudio. Siehst du das denn nicht? Guck mal, das ist übrigens Fluffy-Line. Das ist mein Neon-Einhorn. Cool. Ist das nicht wundervoll? Ja, Baby Danja, guck mal. Ja, das ist ein Clownfisch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, stimmt. Du hast ja auch ein Neon-Einhorn. Die Efi, die kenne ich. Hallo. So, komm, Fluffy, du schaffst es jetzt. Jetzt schaffst du es. Yay! Ich bin so stolz auf dich, Fluffy. Nein, du bist so ein süßes kleines Mäuschen. Du hast es ganz wundervoll gemacht. Ich liebe dich, Fluffy. Du bist so ein süßes Mäuschen. Boah, Freunde, das ist ja Baby Danja. Und Baby Danja kümmert sich so süß um ihr Neon-Pad. Also, das ist ja voll süß. Ist ja genauso engagiert und so motiviert mit den Neon-Pads, so wie ich. Aber warte, wohin geht sie denn jetzt? Ich glaube, ich sollte ihr hinterherlaufen. Oh, Fluffy, wir sind heute ein bisschen stinkerig unterwegs. Riechst du uns auch schon? Puh, ist ein bisschen eklig. Aber ist egal. Komm, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen schwimmen. Oh, aber... Baby Danja, hi! Hi! Hi, Baby Claudio. Kann ich dir irgendwas helfen? Es tut mir leid, ich bin sehr beschäftigt. Weißt Ach so. Du, ich bin ein sehr beschäftigtes Baby. Siehst du mich denn nicht? Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Nee, ich bin auch in der heißen Zerm. Ich habe gesehen, du kümmerst dich auch so liebevoll wie ich um mich um meine Pets. Das ist voll cool. Ja, natürlich kümmere ich mich um meine Pets. Ich bin ja auch ganz fantastisch. Also, ich bin die beste Mama für die Pets, die sie sich wünschen können. Also, ich meine, ich bin natürlich ein Baby, aber ich bin dann trotzdem irgendwie eine Mama für alle meine Pets. Beziehungsweise eher so eine Schwester. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden. Auf jeden Fall bin ich ganz wundervoll und zauberhaft. Und meine Pets sind auch ganz wundervoll und zauberhaft. Und natürlich kümmern wir uns darum. Außerdem weiß ich ganz genau, dass die Hälfte von deinen Pets bestimmt irgendwo gescannt sind. Nein, das stimmt nicht. Nein, ich hab alle Aha. Pets selber gezüchtet und das sind alles meine liebevollen Pets. Aber ich finde das voll cool, dass du dich auch so um deine Pets kümmerst. Da haben wir voll die coole Gemeinsamkeit. Ja, also ich meine, wer kümmert sich denn hier bitte schön nicht um seine Pets? Das ist doch ganz selbstverständlich. Ja, da fallen mir schon ein paar Namen, nein. Hm? Mir nicht. Naja, ich muss jetzt mal schnell duschen gehen, Baby Claudio. Mein Pet stinkt nämlich ein bisschen und ich ehrlich gesagt... Ja, willst du mit mir gemeinsam im Auto fahren? Wo bist du? Ach nee, ist schon okay. Ich kann auf Fluffy da nach Hause reiten. Cool. Kann ich mitkommen? Ja. Okay, da komme ich komm mit. Halt mit. Cool. Oh, du hast ja ein cooles Fahrzeug. Was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ja, das kriegt man bei diesen Sternen. Das ist so eine Hexen, das ist so ein Hexenfahrzeug. Oh, das kenne ich gar nicht. Sowas hätte ich ja auch total gerne. Also ich habe ja schon ganz schön viele coole Fahrzeuge, aber das habe ich noch nicht. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, dass ich schon richtig viele coole Autos hatte? Nee, hast du noch nicht erzählt. Aber ich kann nicht so gut Auto fahren, aber ich bin ja auch ein Baby. Deshalb muss ich das, glaube ich, auch überhaupt gar nicht so gut können, glaube ich. Ja, das stimmt. Oder? Das stimmt. Nein, du musst nicht gut Auto fahren können. Hauptsache, du kannst mit Fluffy nach Hause reiten. Und ich bin außerdem ziemlich zauberhaft. Ja, das stimmt. Also du bist schon cool, muss ich sagen. Ja, natürlich. Freunde, also irgendwie mag ich Baby Danja und die ist halt so nett. Zwar redet sie ein bisschen schnell und viel, aber eigentlich ist sie doch voll tolle und coole und mir gefällt es halt, dass sie sich so liebevoll um ihr Haus hier kümmert. Oh, bist du gerade in der Dusche? Ja, dann warte ich vor der Tür. Ja, warte doch mal bitte. Ja, ich warte vor der Tür. Darf ich auch danach duschen? Hast du keine Dusche zu Hause? Könnt ihr euch das nicht leisten? Dann hört halt mal auf, die ganzen Pets abzuscammen und kauft euch meine Dusche. Baby Danja, ist das dein Lieblingshaus, dieses Apartment hier? Wie meinst du Lieblingshaus? Das ist mein Haus, natürlich ist es ja. mein Lieblingshaus. Ja, oh cool. Was ist das für ein Haus? Luxus-Apartment oder? Die Luxusvilla ist. Ach, Luxusvilla, ach cool. Doch. Ja, nee, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kenne ja nur das coole Partyhaus und. Willst du einen Keks haben? Ja, ich möchte. Oh, ich dachte. Guck mal, ich habe hier Kekse. Du redest ganz schön langsam so im Vergleich zu mir, muss ich schon mal so sagen, ne? Wo hast du denn den Keks her? Sag ich dir nicht. Hä, wo hast du denn die coolen Kekse? Ich möchte auch einen Keks. Den habe ich selber gebacken. Oh,
mein Gott, Baby Tanja hat ich mir... Ich kann nämlich richtig gut backen, hast du das schon gesehen? Oh ich mein... kann richtig toll backen, ich habe nämlich eine wunderschöne Küche. Oh mein Gott, du hast mir einen Keks gebacken. Ich glaube... Ja, den... Oh, da, danke, Baby Tanja. Warte, ich komme sofort, Baby Tanja. Oh mein Gott, Baby Tanja hat mir einen Keks gebacken. Ich glaube, sie mag mich auch so, wie ich sie mag. Hm. Die ist ja total nett. Also irgendwie ist Baby Tanja voll cool und voll nett. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten und sie hat mir auch einen Keks gebacken. Komm mit, mein süßes kleines Fluffylein. Wir gehen ein paar Ocean Eggs auspacken. Was? Ihr geht Ocean Eggs auspacken? Ja, natürlich gehen wir Ocean Eggs auspacken. Oh, Baby Tanja. Warum läufst du mir heute eigentlich den ganzen Tag hinterher? Riech ich irgendwie besonders gut? Ja, du riechst gut, nachdem du geduscht hast. Was für ein Shampoo? Ich habe vorher gut gerochen, danke schön. Was für ein Shampoo benutzt du? Das Unicorn-Shampoo, oder? Ja, das war nämlich ganz flauschiges Haar und dann habe ich nämlich genauso coole Haare wie Fluffy. Ja, das stimmt. Solltest du auch mal probieren, deine Haare sehen nämlich ein bisschen aus wie ein Strohnetz. Das war bestimmt ein Scherz, oder? Cool, das, du bist echt lustig. Das war kein Scherz. Ah, Baby Tanja ist so lustig, die ist echt cool. So, komm mit, Fluffy-Leinchen. Und reich ist sie auch noch. Also Baby Tanja, du bist ja echt fast so wie ich. Du bist reich, du hast viele Pets, du liebst deine Pets. So, kauf. Boah, das ist so cool mit kaufen. Dir. Okay, wir machen heute 3 Ocean Eggs zusammen auf, okay? Ja, mach du 3 Pets auf. Ocean Eggs. Okay, guck mal, was da drin ist. Oh. Und dann öffnet sie auch noch gerne Ocean Eggs, wie cool. Und es ist ein Herrochen drin, aber ich habe schon ganz schön viele Herrochen. Naja, egal. Okay, dann gucken wir noch mal, was in den anderen Ocean Eggs drin ist. So. Komm schon, sei was Cooles. Ein Hai oder ein Oktopus, wäre cool. Oh, ein cool. Seepferdchen. Darauf kann ich nämlich ziemlich ruhig dann reiten. Ich will unbedingt ein Neon-Seepferdchen cool. haben, habe ich dir schon mal erzählt. Aber mein allerliebstes Lieblings-Ocean-Pet ist das Seehorn. Hast du denn schon eins, oder? Ja, natürlich habe ich schon ein Seehorn. Ich habe schon ganz viele Seehörner. Aber in Neon. Aber das ist mein allerliebstes Lieblingspet. Nein, in Neon habe ich noch keins. Das ist mein allerliebstes Lieblingspet. Das will ich unbedingt wieder haben. Das will ich... Oh, ein Clownfisch. Der ist ja ziemlich witzig. Willst du mir einen Witz erzählen? Ja. Ich meinte den Clownfisch. Aber du kannst mir auch einen Witz erzählen. Ja. Erzähl mir einen Witz. Los, Baby Claudio. Erzähl mir einen Witz. Los, los, los. Was ist lustig und klein? Was? Baby Claudio! Ha, 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 ha. War das lustig? War das nicht lustig? Nein. Ich fand das schon lustig. Es tut mir leid, Baby Claudio, aber du solltest absolut nicht über eine Karriere als Comedian nachdenken. Das ist wirklich überhaupt nicht das, wo dich dein Leben hinführen sollte. Wirklich nicht. Oh mein Gott, und Freunde, Baby Tanja ist doch so nett und sie ist so. Also sie gibt mir auch Kritik und sie macht sich Sorgen um meine Zukunft, beziehungsweise sie kümmert sich um meine Zukunft. Sie sorgt sich um mich. Das ist voll süß. Baby Tanja ist so cool. Baby Tanja, wohin läufst du jetzt? Zum Zeltplatz. Ich will dir zeigen, wo du die Kekse backen kannst. Ich habe vielleicht ein bisschen geflunkert. Ich habe sie gar nicht selber gebacken. Ey, wo hast du die denn her? Komm mit. Oh mein Gott. Baby Tanja, du hast mich angelogen, nur weil du cool... Also du wolltest cool vor mir dastehen, oder? Das ich muss vor überhaupt niemandem cool dastehen. Ich bin sowieso schon überhaupt die Coolste. Nein, weil du hast gelogen, weil damit du cool bei mir dastehst. Weil eigentlich kannst du ja keine Kekse backen. Was auch immer du meinst, Baby Claudio. Das voll süß, danke. So, guck, also erstmal musst du dich hier reinschleichen. Aber das... Oh mein Gott! Baby Tanja und ich schleichen uns gemeinsam in den Zeltplatz ein. Das... Auf was laberst du denn eigentlich die ganze Zeit, Baby Claudio? Jetzt nimm dir hier so einen Keks und dann schnell hier wieder raus. Aber der kostet $5. Nimm dir einen Keks. Ja, ich habe mir einen genommen. Sehr gut. Außerdem kostet das hier Bucks und nicht Dollar. Wie lange wohnst du denn hier schon? Seit 5 Minuten? Ja... Wo bist du jetzt? Oh, essen wir gemeinsame Keks. Komm mal mit, Baby Tanja. Okay. Warte, wie kommt man hier hoch? Komm mal hier hoch. Da hoch? Ja. Okay. Komm mal, wir setzen uns jetzt hier hin und genießen jetzt ganz schön das Lagerfeuer. Das ist cool, oder? Aha. Mit unseren beiden Pets, mit Fluffy und Efi. Aber du weißt schon, dass hier oben gar nichts von der Wärme von dem Lagerfeuer ankommt, oder? Ja, aber der Ausblick ist doch cool. Ja. Natürlich. Du weißt. Hübsch. Oh, aber guck doch mal in die Richtung, da ist der Mond. Warst du eigentlich schon mal da oben? Nee, war ich doch nicht, du? Natürlich war ich da schon mal oben. Guck mal, warte, ich habe sogar so ein Dingsbums, warte. So ein
Warte, ich zeig dir was Cooles. Ich kann nämlich fliegen. Ach, mit deinem Propeller? Jo. Nein, viel besser. Und damit kommst du nach oben? Ciao, ciao! Baby Tanja hat es! Baby Tanja, was machst du jetzt da oben? Was? Ich? Gar nichts. Nix. Baby Tanja, ich möchte dich noch was fragen. Wo bist du? Ich bin hier oben. Oh, aber ich hab Höhenangst, Baby Tanja. Ja, also das ist ja jetzt wohl dein Problem. Schau mal, ich trau mich nur für dich nach oben zu kommen. Wo bist du? Ah, übertreib doch nicht. Ich bin oben in dem Schloss. Ah. Du weißt doch ganz genau, wie man da hochkommt. Ja, aber ich hab Angst. Wovor hast du denn Angst? Ja, vor der Höhe. Du bist hier in der Daphne City, dir passiert überhaupt gar nichts. Oh Mann, Baby Claudio ist so ein Angsthase. So, ich komme jetzt zu dir. Baby Daniel, ich habe eine wichtige Frage. So, ich hätte gerne... Oh, coole Tränke. Oh, schweben. Ja, ich will schweben. Trinken wir den mal. Boah, und Baby Daniel ist auch noch abenteuerlustig. Also, ganz ehrlich, Baby Daniel, du bist echt cool. Hä, aber ich schwebe doch nicht ganz. Doch, oh mein Gott, guck mal. Cool. Ja. Kennst du Jindo Jun? Guck dir das einfach mal an. Baby, ich schwebe. Baby, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Baby Tanja, kennst du Jindo Jun? Wen? Jindo Jun. Kenn ich nicht. Das ist die Wolke von Son Goku. Kenn ich nicht. Okay, das kennst du nicht. Okay, ist das schon wieder dieses, wie heißt das? Ist das hier dieses Brawl Stars? Ich kenne das nicht. Nee, ich merke, okay, das ist eine Gemeinsamkeit, also das ist keine Gemeinsamkeit, die wir beide jetzt nicht haben, leider, aber gut. Ja, also ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe von sowas gar keine Ahnung. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Zum Beispiel meine Pets und dann habe ich hier halt auch in Roblox ziemlich viel zu tun. Du musst das nicht für eine sehr wichtige Person. Okay, Baby Tanja? Was denn? Mir hat auf jeden Fall der Tag mit dir gefallen. Also ich muss sagen, der Tag war ganz schön mit dir. Schön, das freut mich. Ich finde, ich hatte auch einen ganz wundervollen Tag. Ja, danke, Baby Tanja, für den Tag. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nach Hause und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder, oder? Ich gehe davon aus, wir wohnen in der gleichen Stadt, Baby Claudio. Was ist denn mit dir heute los? Okay, Baby Tanja. Oh, Freunde, also Baby Tanja, ich mag sie halt echt. Und Baby Tanja ist echt cool, weil, schaut mal, sie liebt Pets. Sie ist sehr abenteuerlustig und dann kümmert sie sich auch noch so liebevoll um die Pets. Und sie mag Einhörner und ihr wisst ja, wie sehr ich Evi liebe. Ich glaube, ich hätte vielleicht Lust, mich mit Baby Tanja mal zu treffen, also auf ein Date zu gehen. Aber ich habe irgendwie Angst, sie zu fragen oder ich traue mich noch nicht. Deshalb werde ich mir, glaube ich, Hilfe suchen. Und ja, Freunde, was sagt ihr? Könnte ich vielleicht Baby Tanja mal fragen, ob sie mit mir ausgeht? Vielleicht essen wir eine Pizza bei Ramsay? Schreibt's gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich bin cool. Ich bin Mama Tanja, ich bin hier Bürgermeisterin. Ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Ich habe sehr viele coole Pets und Buffy ist eins davon. Und ich gehe da jetzt rein und bin super, super cool und low und ich bin nicht aufgeregt. Gar nicht, überhaupt nicht, null. Ich bin cool. Richtig cool. Hi Livy, wie geht's dir? Hey Leute, was geht? Mama Tanja hier in Adopt Me City. Ach Leute, ich habe ganz schlecht geschlafen. Ich muss die ganze Zeit an Livy denken. Also ja, ich habe ihn nur vielleicht nur ein paar Sekunden gesehen, ein paar Minuten gesehen. Er war so nett. Und es schien mir so, als würde er mich vielleicht auch ganz sympathisch finden. Und deshalb dachte ich, ich schaue jetzt gleich nochmal vorbei. Ich wollte ja eigentlich mit Baby Khan nochmal in den Laden gehen. Aber der ist heute noch zum, wie heißt das? Der ist bei Freunden zum Spielen. Eine Spieleverabredung. Wisst ihr, was ich meine? Ich spiele so Brettspiele, so Dungeons and Dragons und sowas. Ich weiß nicht, was die da machen, aber ich kenne das Spiel nicht. Aber Baby Khan hat gesagt, das ist in Ordnung, das ist nicht am Computer. Und da habe ich gesagt, na gut. Wenn du jetzt nicht schon wieder den ganzen Tag am Computer sitzt, dann kann ich dir das erlauben. Und deshalb ist er heute da. So, aber dich müssen wir jetzt erstmal waschen. Welches Pet soll ich denn heute eigentlich mitnehmen? Ich weiß halt nicht so richtig. Also ich könnte Fluffy mitnehmen, ich könnte Money mitnehmen. Ich kann aber auch einfach mal ein Pet mitnehmen, was kein Neon-Pet ist. Soll ich das vielleicht mal machen? Weil dann kann er ja auch... Also dann kann ich ja auch testen, ob er nur nett zu mir war, weil ich halt Neon-Pets habe. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass er nur nett zu mir ist, weil ich Bürgermeisterin bin.
Aber ich sollte nicht so denken, weil ich bin noch eine sehr liebenswerte Person, oder? Und deshalb nehme ich jetzt heute mal ein Pet mit, was nicht selten ist und was nicht Neon ist, sondern einfach nur ein ganz normales Pet. Ich nehme heute... nehme diesen Büffel mit. Das ist Büffel und er hat einen Namen. Er heißt Buffy. Sehr gut. Das ist Buffy, mein Büffel. Und Buffy kommt heute mit zu dem Date. Ich kann es nicht wirklich Date nennen, weil Levi weiß ja nichts davon. Aber wir gehen da jetzt einfach mal zusammen vorbei und vielleicht hat er ja schon Feierabend oder so. Das wäre ja auch nicht schlecht, oder? Komm mit, Buffy. Wir haben etwas vor. Ich finde Buffy auch ziemlich cool. Wisst ihr, dass Buffy ein bisschen aussieht wie so ein Eis? Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. So ein Schokoladeneis? Naja, gut. Also wir gehen jetzt in den Laden. Habe ich überhaupt das Richtige an? Habe ich das Richtige an? Kann ich mich nochmal umziehen? Oder kann ich mich Sachen anlassen? Und vielleicht erkennt er mich ja gar nicht mehr wieder. Vielleicht erkennt er mich aber auch so nicht wieder. Vielleicht hat er mich schon wieder total vergessen. Ich gehe einfach rein, oder? Ich gehe einfach rein. Okay. Ich bin cool. Ich bin Mama Dania, ich bin hier Bürgermeisterin, ich bin sehr erfolgreich in dem, was ich tue. Ich habe sehr viele coole Pets und Buffy ist eins davon. Und ich gehe da jetzt rein und bin super, super cool und low und ich habe überhaupt bin nicht aufgeregt. Gar nicht, überhaupt nicht null. Ich bin cool. Richtig cool. Hi, Levi, wie geht's dir? So, schau mal, da springst du so auf den Baum und du musst dich nur trauen. Ja, super. Genau so. Hi, und dann trau dich einfach. Du musst hi. Nimm deinen Mut zusammen und dann... Hi! Ja, komm schon, Mama, das musst du schon, ich glaub an dich. Hi! Levi, hi! Ha. Top! Ich bin cool. Ich bin ganz cool. Einfach nur springen, komm, hab keine Angst. Ja, super, du hast es geschafft. Da oben. Du hast es geschafft und immer weiter. Du darfst nie aufgeben. Glaub mal an deine Träume. Ja, so ein Ball, ne? Hi, Levi! Oh, hallo, Daniel, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Was machst du denn hier? Hi, du weißt noch, wie ich heiße, das ist ja ein Ding. Ja, natürlich weißt du, wie der heißt, Daniel. Und hier, schau mal, wen ich dabei habe. Oh, ist das ein Eichhörnchen? Wo hast du das denn her? Ja, das habe ich mir besorgt. Das also, wusstest du nicht, dass es Eichhörnchen hier gibt? Das ist ja süß. Hat es einen Namen? Es hat noch keinen Namen, aber ich gebe ihm bald einen Namen. Okay, das finde ich ja schön. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich bringe gerade mein Eichhörnchen bei, dass er klettern soll. Also, du weißt, Eichhörnchen klettern an Bäumen und ich habe hier diesen Fake-Baum, an dem soll er erstmal üben und dann gehen wir gleich raus und probieren es an einem richtigen Baum. Oh, das finde ich ja toll. Also das finde ich ja wirklich schön. Und ich sehe gerade, du hast Buffy dabei. Oh, ein Büffel, das ist cool. Ja, ich habe Buffy heute dabei. Oh, der Buffy ist echt cool, der ist auch lieb. Ach, du trainierst auch gerade mit Buffy? Naja, ich dachte, ich gehe einfach mal ein bisschen rum mit Buffy, weil ich alle meine Pets so gleichmäßig versuche mal auszuführen. Ja, das ist echt gut. Ich habe viele Pets, aber manche sind noch zu Hause, weil ich bin ja noch neu in der Stadt. Das heißt, ich habe noch nicht alle mitgenommen, aber ein paar habe ich mitgenommen. Und wo hast du denn dieses Eichhörnchen her? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, also weißt du nicht, dass man das kannst du dir ganz einfach besorgen beim Geschäft, also. Echt? Ja, beim Geschäft gibt's das. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, ganz einfach. Warte, wir können ja mal zusammen gehen. Kommst du mit? Mhm. So, ich sag kurz Bethan Bescheid. Bethan, übernimmst du kurz die Schicht? Ich gehe mal kurz mit der Bürgermeisterin einfach um die Häuser. Wir gehen ein bisschen spazieren. So, kommst du mit, Tanja? Ja, ich komme mit. Ich bin cool. Oh, was macht der Buffy? Buffy ist gerade echt...
lustig drauf. So, aber Danja, du musst doch wissen, wo du die Pets findest. Ich meine, du bist Bürgermeisterin. Ja, ich weiß. Also, weißt du, ich habe so viel um die Ohren. Ich krieg das teilweise ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig. Und, ach ja, ich hab nicht nur ein Eichhörnchen, Danja. Ich hab schon mehrere. Ich hab drei Stück schon und die anderen drei sind ausgewachsen. Cool. Echt? Ach, das ist ja cool. Dann kannst du ja bald ein Neon-Eichhörnchen machen. Oh, ja. Guck mal, eine Kuh, die finde ich ziemlich süß. Eine Kuh findest du cool? Ja. Achso, hier im Pet Shop bestimmt, oder? Wir können ja mal gemeinsam schauen, ob es im Pet Shop ist. Also aber ich meine, das Eichhörnchen, die Kuh gibt es ja nicht im Pet Shop. Nee, die Kuh gibt es nicht im Pet Shop. Aber schau mal, wer hier ist. Oh, wie süß, guck mal. Oh, Buffy, komm, wollen wir ein Eichhörnchen haben? Komm mal, Banana. Wollt ihr auch ein Eichhörnchen? Cool. Guck mal, süß. Ja, echt süß. Aber ich habe heute Buffy versprochen, mit Buffy rumzulaufen. Ja, aber schau mal, jetzt hast du auch ein Eichhörnchen. Cool. Also ich auch ein Eichhörnchen. Und ich werde auch mich um das Eichhörnchen kümmern. Ja, das ist... Guck mal, das Eichhörnchen hat eine Herznase. Ja, das ist süß, oder? Ja. Und weißt du, was cool ist dann? Ja, was? Wir können dann, also wenn du Lust hast, können wir ja irgendwann gemeinsam unser Eichhörnchen ausführen. Ja. Kein Problem, hast du schon Feierabend? Ich hab mir jetzt freigenommen für dich. Also du hast ja gerade mitbekommen, ich habe mir jetzt freigenommen für dich. Das heißt, aber ich dachte, du machst nur Pause. Ich will nicht, dass du irgendwie dich mit B-Think streitest oder so, weil B-Think und ich sind gute Freunde. Und deshalb mach doch am besten einfach deine Schicht zu Ende und dann treffen wir uns, wenn du fertig bist. Ja, okay, das können wir auch machen. Okay, und dann bis gleich. Und wo treffen wir uns? Wir treffen uns hier und ja. Bring bitte was zum Fliegen mit. Okay, mach ich doch. Bis dann. Also ich war ja wirklich super cool, oder? Findet ihr nicht auch? Ich war schon sehr, sehr cool. Ich war richtig cool. Ich war richtig so bäm. Ich war so papa-boom. Mir hätte man überhaupt gar nichts anmerken können. Also ich war so cool und gelassen, oder? Also cooler und gelassener als ich jetzt gerade bei diesem Date, kann man doch gar nicht sein, Leute. Oder? Eigentlich nicht. Also, okay, Leute. Wir haben dann gleich ein Date. Und ich freue mich schon voll drauf. Soll ich das, was ich anhabe, anlassen oder soll ich mir was anderes anziehen? Soll ich mir meine Haare anders machen? Welches soll ich mitnehmen? Soll ich Buffy weiter mitnehmen? Wie seht ihr das? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare, denn ich weiß es wirklich nicht. Mein Gott, Leute, hat er gerade ja gesagt? Also, ich meine, das war jetzt nicht unbedingt ein sehr romantischer Heiratsantrag, aber es war einer, oder? Hat er gerade gesagt, er will mich heiraten? Hey Leute, was geht? Mama Danja hier in der Doppel City. Leute, ich bin auf Folge 7. Er hat jetzt ein Date und vielleicht sollte ich mir da jetzt nicht allzu viel drauf einbilden. Aber ich finde, das Date ist schon ziemlich gut gelaufen mit Levi. Und er sieht auch so aus, als würde Baby Khan sich total gut mit ihm verstehen. Deshalb habe ich jetzt eigentlich schon ziemlich viel Hoffnung, dass das gut funktionieren könnte, oder? Weiß nicht. Wie seht ihr das? Also auf jeden Fall werden wir uns heute auch nochmal sehen. Also eigentlich soll man ja, glaube ich, immer so 3 Tage warten zwischen Dates, oder? Ich weiß das immer nicht mehr so richtig. Ist alles schon so lange her. Aber egal, ich glaube, ich werde trotzdem einfach... Ja, ich werde das einfach wuppen, Leute. Ich werde das einfach wuppen. Okay. Schultern zurück! Und jetzt geht's los. Wir gehen jetzt nämlich abholen, weil letztes Mal kam er ja etwas zu spät, weil er zu lange gearbeitet hat. Und das will ich heute vermeiden. Ich möchte nicht, dass es nochmal passiert. Und deshalb gehen wir ihn jetzt zusammen abholen und gucken da mal, was wir heute so machen. Vielleicht zeige ich ihm jetzt mal, wo und wie ich wohne. Vielleicht gefällt ihm mein Haus ja auch. Ich weiß gar nicht, ob er schon ein Haus hat. Wahrscheinlich nicht, wenn er erst hergezogen ist und immer so viel am Arbeiten ist. Aber er arbeitet immer noch weniger als Shane, weil Shane arbeitet ja 24/7. Jo. Schauen wir mal.
Boah, ich liebe es jedes Mal, wenn ich in diesen Laden reinkomme. Das sieht so schön aus. Wirklich. Einfach wundervoll. So, das ist richtig sortiert hier. Das passt so. Das Weiße passt auch zum Plüschtier. Der Propeller, ja, das sieht ganz gut aus. So, sollte es doch richtig sein. Oh, ich sehe gerade Kundschaft wieder reinkommen. Hallo. Hä? Ist das da drüben Danja? Danja? Danja, ich sehe dich. Oh nein, ist hier was passiert, Danja? Ups, nein, alles gut. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Schau mal, dreh dich mal um. Nee, Danja. Du musst dich umdrehen. Ich hab dich umgedreht. Jetzt lauf in die Richtung. Lauf. Und stopp. Dreh dich mal nach vorne. Eine andere Richtung, anderes vorne. Da, hier bin ich oben. Siehst du mich? Ach da, was machst du denn da? Ja. Räumst du gerade die Regale neu ein? Ja, ich räume die Regale gerade neu ein. Aber ich komme jetzt runter. Ich bin jetzt gerade fertig geworden. Na, wie geht's dir? Hi, Levi. Ja, fleißig bin ich, oder? Schön, dich zu sehen. Ja, ich finde das toll, dass du so fleißig bist. Oh, ey. Ja, vielen Dank. Fluffy, du stinkst ein bisschen. Du nicht, Levi. Du nicht. Ja. Nee, das hab ich mir schon gedacht, dass ich nicht stinke. Du, weißt du was? Ich nehme für dich jetzt frei. Moment, ich geh das mit Bethink abklären kurz, ja? Oh, du musst nicht. Ich kann auch einfach warten. Du kannst ja vor der Tür warten. Ich klär das so lange ab. Okay. So, Bethink, ich nehme kurz frei. Ich gehe mit Danja kurz ein bisschen unter. Ich gehe mal ein bisschen mit dir Zeit verbringen. Ist ja okay, oder? Ja, super. Ich find's auch toll, dass du so verständnisvoll bist. Jedes Mal. Danja, wo ist denn jetzt Danja hin? Hi, Levi, ich bin hier. Ciao, Danja. Du bist mir vorbeigelaufen. Aber wir haben uns heute nicht zum zweiten Date verabredet, oder? Irre ich mich da? Nein, aber ich dachte, wir könnten zusammen Mittagessen gehen. Ja, klar, super. Finde ich gut. Ich komme mit. Also, ich sehe auch gerade, aber ich hoffe, das sind jetzt irgendwie keine Bürger von der Dopen City, die etwas von dir brauchen, die hinterherlaufen gerade. Ich glaube nicht. Weil du darfst deine Arbeit nicht wegen mir vernachlässigen. Nein, aber das sagst gerade du? Ja, gut, ich bin ja mein eigener Chef, ich darf das ja. Ich bin auch im Prinzip, naja, nicht wirklich. Und ich habe gesehen, du isst die Pizza nur mit, also ohne Käse, ohne nichts, also hat das einen bestimmten Grund? Nur mit Gemüse. Ach, ich mag einfach Fleisch nicht essen. Ja, okay, das ist doch super. Und Käse mag ich auch nicht so. Käse magst du auch nicht. Okay, gut zu wissen. Sonst so? Danja, abgesehen von... Ach, erzähl du doch, wie war denn dein Tag? Also, wie läuft's denn so im Laden? Ja, also, ich bin nur am Arbeiten eigentlich die ganze Zeit und ich habe mich noch nicht eingelebt hier tatsächlich. Also, ein richtiges Haus hier habe ich auch noch nicht mir geholt. Du hast noch gar kein Haus? Nee, ich habe leider noch kein Haus und ich habe mir auch noch nicht die Grundstücke hier in der Dopen City angeschaut. Das tut mir aber leid. Das ist schade. Ja. Willst du, also ich weiß es jetzt ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber willst du vielleicht mein Haus mal mit anschauen gehen? Vielleicht so für dich zur Inspiration? Ja klar, natürlich, das okay, hört sich cool. Doch gut an. Komm. Dann komm mit, dann zeige ich dir das eben in deiner Mittagspause. Ja. Cool. Hast du denn noch ein Fahrzeug schon, oder? Oh, ja, natürlich. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Fahrzeug du hast. Fahrzeug. Muss mir eigentlich auch noch zulegen. Oh, cooles Auto. Sitzt du schon? Ja, ja, ich sitze. Okay, let's go. Ich sitze vorne. Das ist ein ziemlich schnelles Auto. Ja, ich sehe es. Kein Unfall bauen. Warte, das ist dein Auto? Ja, das ist mein Auto und mein Haus. Ach, dein Haus, Mensch, ja. Aber du musst mich, glaube ich, einladen in deine Familie, weil sonst kann ich nicht rein. Okay, komm mit rein. Ach, schau mal, sind wir eine kleine, süße Familie. Naja, also, erzähl das nicht, Babykan. Ist ja auch nur kurz, damit du mit in mein Haus kannst. Also, pass auf, das ist meine Luxusvilla. Ja. Ich weiß, hier ist noch nicht alles fertig, aber bei uns hat es letztens erst gebrannt. Ich wollte schon sagen, was denn hier passiert? Schau mal, weil hier ist alles weiß, als ob es gelöscht wurde. Nein, also der Raum ist einfach nur leer. Ach so, okay, also da wurde auch neu tapeziert, aber, oder? Ja, genau. Also hier wurde alles neu gemacht, weil es hatte gebrannt und da brauchte ich halt ein komplett neues Haus. Und deshalb ist hier jetzt momentan noch nichts so Großes passiert. Also, aber gab es... Du siehst der Pool gab es, und... Ja. Oh. Der Pool und der Wintergarten und der Garten sind noch nicht fertig. Ja. Aber das restliche Haus ist echt schön. Aber gab es denn Räume, die nicht vom Brand betroffen waren?
Nee, also nicht vom Brand betroffen gab es gar nicht. Oh nein. Aber die Versicherung hat die Küche und mein Zimmer komplett wieder so aufgebaut, wie es vorher war. Oh, cool. Okay, das ist immerhin nett. Ja, also das ist die Küche. Hier hinten ist mein Meditationsraum. Aha. Da hier ganz viel. Das muss ich auch. Mein Kind ist wundervoll. Oh, cool. Dann hier oben, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Da haben wir ein Heimkino. Ach, das ist ein Heimkino. Und ein Gaming Room, ja, genau. Und das hast du neu gemacht oder hat das auch die Versicherung bezahlt? Das hat alles die Versicherung mit aufgebaut. Oh, cool. Okay, das ist immerhin cool. Aber ich muss schon sagen, dein Haus ist riesig dann ja. Ja, ich weiß, es ist ziemlich groß. Falls du zwischendurch aufs WC musst, hier wäre die Toilette. Ja, gut zu wissen. Danke sehr. Es geht dann noch weiter. Ja. Also hier oben ist die pinke Etage. Oh, cool. In das Zimmer hier ganz auf der rechten Seite, da gehen wir nicht rein, weil das ist Baby Kahns Zimmer. Dann bekomme ich riesen Ärger. Okay. Der spielt, glaube ich, gerade irgendwie Among Us oder sowas und gut, dann darf ich ihn nicht stören. Gut, dann lassen wir den in Ruhe. Das ist für die Haustiere, oder? Genau, das ist das Haustierzimmer. Cool. Ist auch ziemlich hübsch, finde ich. Dann hier drüben. Was gibt's denn hier drüben? Hier ist mein Zimmer. Oh, ich bin auf den Balkon gegangen. Ich muss wieder. Oh, ich komme wieder rein. Ups. Das ist dein Zimmer? Das ist mein Zimmer. Wow, ziemlich cool. Ja, ist ganz hübsch. Cool, genau, also das ist eigentlich mein Haus. Wir hatten auch noch eine Disco auf dem Dach und eigentlich einen ziemlich coolen Garten und so, aber wie gesagt, das wurde alles von dem Brand, naja. Und was machst du? Will ich auch gar nicht groß drüber reden. Und wir können uns hier hinsetzen. Ja, und noch kurze Frage, und in diesem Zimmer, was hast du hier geplant? Also, ist das so, ist das so Vermieter hier oder zur Miete, oder? Also ich habe, also ursprünglich war das als Esszimmer geplant, ach so, aber schade. Dachte mir, also wir verstehen uns ja recht gut und vielleicht, wenn Baby Kahn nichts dagegen hat, dann könntest du ja vielleicht dort einziehen und dann könnten wir irgendwann heiraten. Ja, oh nein, ernsthaft, das klingt doch super, also ich könnte dieses Zimmer ziehen hier. Mein Gott, Leute, hat er gerade ja gesagt. Also ich meine, das war jetzt nicht unbedingt ein sehr romantischer Heiratsantrag, aber es war einer, oder? Danja! Willst du mich heiraten? Danja, was machst du da drin? Ja? Redest du mit dir selber oder was machst du dort? Ja. Achso, okay. Gut. Nee, ich finde den Vorschlag oder das Angebot super und ich nehme das Angebot natürlich an, Danja. Also natürlich. Da brauchst du doch gar nicht überlegen. Echt? Weil dann wohne ich hier mit dir und Baby Kahn, den ich noch kennenlernen muss. Und dann hab ich ein Zimmer, das kann ich mir dann einrichten irgendwann. Cool. Also folgende Sache noch. Bitte? Mit Baby Kahn muss ich erstmal noch reden. Ach, du musst... Weil der wohnt ja hier auch und ich kann das jetzt nicht machen, ohne ihn vorher zu fragen. Das verstehst du sicher. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ich glaube, das sollte doch ganz... Ja, das verstehe ich schon. Du, willst du das dann eben machen? Ich ziehe dann einfach... Also ich darf da nicht einziehen, sagst du. Das... Ja, also wie gesagt, wenn das für Baby Kahn klar geht... Sollte bestimmt in Ordnung sein. Ich meine, wir sind ja gute Freunde und wir sind ja... Du und ich sind schon echt ein Dreamteam. Deshalb, das wird schon klappen. Wenn er mich kennenlernt, dann wird er schon einverstanden sein. Er hat gesagt, wir sind gute Freunde? Ja, genau, auf jeden Fall. Also das sollte passen. Du weißt was? Ich gehe gleich mal zu Baby Kahn. Du kannst ja erstmal kurz wieder arbeiten gehen. Ich glaube, deine Mittagspause ist auch schon hast du recht. Vorbei. Du, Danja, viel Spaß und vielen, vielen Dank nochmal für das Angebot. Das Angebot ist super nett und ich nehme das auf jeden Fall an. Dankeschön. Ciao. Bis dann. Er will mich heiraten. Wirklich, jetzt hast du das gehört, Leute. Er will mich heiraten und er will ja einziehen. Und... Wie wundervoll. Aber erstmal muss ich jetzt noch mit Baby Kahn reden gehen.